Dann machen wir weiter mit unseren Experimenten. Also, nah am Feuer ging nicht. In den Kommentaren wurde geschrieben, dass wir es doch vielleicht auf so einem Mittelding am Feuer machen sollen. So zum Beispiel, dass es hin und her wackelt. Das fällt mir auch gerade auf, sieht ein bisschen aus wie so ein Metronom. Tick-Tack, Tick-Tack. Also vielleicht ist es echt nur eine Frage der Zeit. Also ja, das Ei lassen wir da erstmal stehen. Hoffen, dass es niemand frisst. Und in der Zwischenzeit bauen wir mal eine Vogelfalle. Denn vielleicht passt da ein Tollbird gar nicht rein. Habe ich auch mal so drüber nachgedacht. Die Dinger sind ja doch recht groß, zumindest später. Also müssen wir vielleicht die kleinen Vögel fangen und die da reinstecken. Und dann können wir daraus Postvögel machen? Angriffsvögel? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Wir brauchen einen Vogelkäfig. Der braucht 4 Spinnenseide. Die nehmen wir mal mit. Und davon bauen wir dann gleich 2 Stück. Einfach, weil wir es können. So, eine Falle dahin, eine Falle dahin. Und die bespicken wir gleich mal mit ein paar Samen, wenn wir noch welche haben. Schaut aber nicht gut aus. Nö. Aber gut, im Laufe des Tages werden wir schon welche finden. Das Ei lassen wir einfach da. Und in den nächsten Tagen müssen wir eh nochmal loslaufen zu der Insel und ein paar neue Eier holen. In der Hoffnung, dass sie dann inzwischen respawned sind. Und knabbert da gerade ein Hase an meinem... Sah fast so aus. Apropos Hase. Einem Zuschauer mit Adleraugen ist aufgefallen, dass als wir die Panflöte gespielt haben, alle Hasen eingeschlafen sind. Ist jetzt nicht ganz so im Bar, aber im Notfall kann das schon mal ganz praktisch sein. Wenn man nicht die Zeit oder den Nerv hat, die ganzen Hasen einzeln zu erledigen, zumal die auch immer in ihrer Beute verschwinden, könnte man das damit ausprobieren. Und ich sehe gerade, wir haben hier 8 Samen dabei. So, du einmal da rein und du einmal da rein und dann lehnen wir uns mal zurück und gucken, wie schnell das funktioniert mit den Fallen. Zack, sehr schön. Einmal Essen für Wilson. Und wir haben einen lebendigen Vogel. Einen roten Vogel. Und den können wir sogar in den Käfig stecken. Ja, sehr schön. Also Tollbird passt da gar nicht rein. Und wir können jetzt den Käfig harvesten. Oh, wir können den Vogel wieder rausholen. Das ist jetzt komisch. Können wir damit jetzt Vögel züchten? Das wäre interessant. Hier haben wir jetzt auch einen schwarzen Vogel. Also einen Raben wahrscheinlich. Genau, eine Krähe. Nö, können wir nicht reinpacken. Schade. So eine Züchtsysteme mag ich eigentlich ganz gerne. Auch bei Forestry mit den Bienen zum Beispiel. Da bin ich ein tierischer Fan von. Schade, dass es sowas hier noch nicht gibt. Aber gucken wir mal. Vielleicht brauchen wir einfach nur einen zweiten Käfig. Käfig, Käfig. Braucht 6 Gold und 2 Papier. Beziehungsweise Papyrus. Haben wir noch genug Gold? Nein. Wir haben kein Gold mehr. Dafür hatten wir doch so viel. Aber okay, jetzt wo wir regelmäßig Goldwerkzeuge herstellen, ist auch klar, dass es irgendwann mal alles ist. Ja. Also, unser Trip sollte da oben hingehen, zu den Steinen. Aber noch nicht heute, sondern erst morgen. Heute machen wir jetzt mal ein bisschen Kleinkram. Also sammeln wir ein bisschen Dünger auf, damit wir für die Nacht was zum Verfeuern haben. Jagen 1, 2 Kaninchen, wenn ich sie nicht gerade verscheuche. Du gehörst hoffentlich dazu. Nö. Du könntest dazu gehören. Komm schon. Jo, sehr schön. Und was die Schweine angeht, die sollen anscheinend wirklich eine 25% Chance haben, jedes Mal ein Pigskin zu droppen. Das heißt, ich habe einfach nur tierisch viel Pech gehabt. Wir können es also einfach weiter probieren oder ein Wehrschwein züchten, indem wir Monsterfleisch verfüttern. Die sollen wohl immer ein Pigskin droppen. Aber ich weiß nicht, das Monsterfleisch ist mir eigentlich zu wichtig. Das benutze ich lieber zum Kochen von den Meaty Stews. Also nö, wir farmen einfach langsam nach und nach wieder unsere Schweine ab und irgendwann finden wir schon einen. So, du gehst weg davon. Ich muss hier vorsichtig sein, denn irgendwo ist hier noch die Mamaspinne. Außer die despawned. Was nicht so schön wäre, denn ich würde echt gerne raus... Oh, da unten hat was gesehen. Also ja, es wäre schade, wenn die Mamaspinne despawnen würde.
Denn die wird schon gern wissen, was die dabei hat. Also wenn die irgendwas Besonderes an Loot hat, wovon ich einfach mal ausgehe. Oder selbst wenn nicht, einfach nur der Herausforderung halber. Dass wir die später mal angehen, wenn wir ein bisschen besser ausgerüstet sind. So, wo ist unser Dünger? Da ist unser Dünger. 1, 2, 3. Rest wird verfarmt. Flup, flup. Wieder eine doofe Karotte, noch eine Karotte. Wollte ich mich veräppeln, noch eine Karotte. Also ja, es wurde schon gesagt, dass man gezielt farmen kann. Ich glaube, das könnte ich heute Nacht auch mal irgendwie ausprobieren. Also anscheinend kann man keine Karotten direkt einpflanzen. Verkochte Karotten dann bestimmt auch nicht. Was könnte man da machen? Oh, da passiert was. Hört sich an wie ein Teekessel. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes. Vielleicht will das Ei jetzt ja weg von dem Feuer oder ihm ist kalt. Jetzt duckert das wieder hin und her. Ich glaube, das ist echt so ein bisschen wie ein Tamagotchi. Falls sowas heute noch jemand kennt. Da konnte man ja halt auch immer sehen, was die brauchen. Und dementsprechend musste man die füttern oder streicheln oder sonst irgendwas. Also ich glaube, dieses Hin- und Herschaukeln ist echt, dass er einfach nur Zeit braucht. Wenn er so auf der Stelle hockt und ganz schnell hin und her zittert, dann ist ihm kalt. Also muss er ans Feuer ran. Und ich glaube, das letzte Mal fing das Ei, als es zu lange am Feuer dran war, irgendwann an zu schwitzen. Also war ihm einfach heiß. Hätte ich irgendwie auch selber drauf kommen können. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Zumindest macht es so relativ viel Sinn. Und mit etwas Glück haben wir in ein, zwei Tagen den einen Tollbird. Was auch immer wir damit anfangen können. Also ein Leibwächter als Tollbird wäre schon schick. Gerade gegen die Spinnenkönigin. Aber wir sollten das dann zuerst mal ausprobieren im Sumpf vielleicht gegen Tentakel oder einfach nur Schweine töten. Es wäre ein bisschen doof, wenn wir das jetzt quasi verfeuern würden, nur um auszuprobieren, wie stark die Königin ist. So, hier kann noch eine Karotte mit rein. Kochen. Zack, zack. Zack, zack. Auch kochen, sehr schön. Das Karnickel. Könnten wir jetzt auch hinlegen und gleich töten. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass man damit noch irgendwas machen kann. Ich weiß nur noch nicht, was. Packen wir es einfach mal in eine der Biokisten. Da fühlt er sich bestimmt wohl, zusammen mit Zehen, Haaren, Spinnennetzen, Spiegeleiern und Fireflies. So, du da rein. So, jetzt schwitzt das Ei. Es muss also ganz schnell weg vom Feuer. Und einfach irgendwo hin, wo es nicht so heiß ist. Sehr gut. Heißt, man muss das echt im Auge behalten. Wenn wir jetzt weggegangen wären, um irgendwas zu jagen oder so, hätten wir ein Problem haben können. So, du kommst einmal runter. Du wirst gegessen. Das kann ruhig da bleiben. Unser Vogel ist immer noch im Käfig. Okay. Mal gucken, ob da in ein, zwei Tagen vielleicht ein paar Federn rausspringen. Das wäre ganz nett. Die beiden hier sind immer noch leer. Eine Falle wurde ausgelöst. Gucken wir mal, was drin ist. Ein Hase oder... Nee, war eine Spinne drin. Sehr schön. Das wäre auch komisch, wenn wir die Spinnen lebend fangen könnten. Und dann die Spinnen abrichten. Das wäre natürlich auch ganz schick. Mit einer Spinnenarmee gegen eine andere Spinnenarmee kämpfen. Die einen malen wir blau, an die anderen rot. So. Noch mehr Samen. Also momentan dümpel ich eigentlich nur rum. Ich habe keinen wirklichen Plan. Aber alles, was ich jetzt einsammle, können wir irgendwie gebrauchen. Vor allem das Gras, um zwischendurch wieder die Forschungspunkte hochzutreiben. Aber ich denke mal, morgen und übermorgen müssten wir wieder anfangen, ein wenig strukturiert zu arbeiten. Also höchstwahrscheinlich zur Insel nach oben zu laufen. Obwohl wir da schon ziemlich nah dran sind. Ja, komm. Wir haben zwar fast keinen Platz, aber was soll's. Wir müssen ja nicht so viel erreichen. Hauptsache ein paar Goldklumpen, dann ist gut. Zack, eine Pickaxe. Gleich in die Hand. Und dann kloppen wir jetzt den halben Tag auf den Steinen drumherum. Und haben dann hoffentlich die 6 Goldklumpen beisammen. Außerdem können wir gucken, ob hier oben noch irgendwas anderes ist, was wir gebrauchen könnten. Wie zum Beispiel Tannzapfen. Auch wenn der Bedarf an Tannzapfen jetzt doch stark runtergegangen ist. Wo wir wissen, dass der Dünger genauso gut Feuer gibt wie Kohle und Holz.
Heißt, wir brauchen die Bäume eigentlich echt nur noch für irgendwelche Rezepte. So, da ist Stein, sehr schön. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Zack, 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 zack. Ein Gold. Und da nicht immer Gold drin ist, werden wir es wahrscheinlich heute nicht schaffen mit den 6 Stück. Oh, na gut. So oder so bekommen wir ein paar Steine und Flintstone. Ja, kein Gold. Nee. Das ist jetzt ein wenig irritierend. So ein kleines Opferloch. Aber kein Maya-Tempel in der Nähe. Na gut. Zack, 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 zack. Und wenigstens Gold. Leertaste ist ja echt schick. Also ja, ich weiß nicht, wie oft das jetzt schon in den Kommentaren geschrieben wurde. Aber ich habe das jedes Mal irgendwie wieder verdrängt. Oh, stimmt. Wir haben hier vergessen, die Sachen mitzunehmen. Da. Liegt hier noch irgendwo was? Knöpfe. Dafür lassen wir die da. Und Goldnuggets einfach so auf dem Boden. Schöne Sache. Boah, der Nebel ist aber ganz schön dicht geworden. War der früher auch schon da? Also ja, ich glaube schon, aber der war nicht so extrem. Aber eine schöne Neuerung. Bringt auf jeden Fall jede Menge Stimmung. Runter. Und hatten wir nicht da auch den Geist gesehen? Also ich weiß, wir hatten einmal einen Geist gesehen, der ist aber ganz schnell wieder verschwunden. Und wir haben aus Vorsicht nichts mit dem gemacht. Was vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee war. Vielleicht hätten wir ihn angreifen müssen oder was hätten wir dann noch machen können? Wir hätten ihm irgendwas schenken können. Vielleicht eins von den Spielzeugen. Aber ich weiß nicht so sehr, ob das einem Geist weiterhilft. Achso, Pickaxe ist kaputt. Zack. Und wir haben es übrigens doch geschafft. Also primär, weil die ganzen Sachen auf dem Boden lagen. Aber wie man es geschafft hat, ist ja erstmal egal. Hauptsache, wir haben jetzt wieder 6 Gold zusammen und können noch einen Vogelkäfig bauen. Die Uhr sagt auch, dass es langsam spät wird. Das wäre übrigens auch eine richtig schicke Neuerung. Dass sie das Ding da rausnehmen würden und man gar nicht weiß, wie spät es ist. Und erst so anhand der Färbung des Bildschirms nach und nach erkennt, wie spät es ist. Und man dann später vielleicht eine Uhr basteln kann, durch irgendwas erforscht ist, aber von vornherein erstmal keins hat. Das würde das Ganze noch bedrückender machen, denke ich. Ah ja, ich hoffe einfach mal, dass es demnächst auch Mods für das Spiel gibt, wo man sich dann genau sowas ausdenken kann. So, da unten müssen wir hin. Und dann gucken wir gleich erstmal, was wir noch für den Vogelkäfig brauchten. Also, außer jetzt das Gold. Du tickerst fleißig vor dich hin, das ist gut so. Es wird spät, ich muss ein Feuer machen. Dünger da. 1, 2, 3, 4. Warten, bis das Ding da anfängt zu frieren. Und unser Spielzeug können wir erstmal erforschen. 80 Punkte, sehr schön. Den Tentakel. Oh, er hat Hunger. Ja. Da haben wir was für dich. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein richtiger Tentakel war oder eins von den Easter Eggs aus den Gräbern. Ich glaube, da gab es nämlich auch einen Tentakel. Also aus Anspielung zu Day of the Tentakel, das Adventure-Spiel. Ich verforsche es einfach mal. Entweder gibt es 80 Punkte oder ich lerne, wie viele Tentakel es gibt. Nö, gab 80, sehr gut. Du frierst ja noch gar nicht. Okay. Dann frier halt nicht. Wahrscheinlich erst, wenn es richtig dunkel wird. Du dahin. Jo, jetzt friert das einmal ein. Ist jetzt übrigens schon der dritte oder vierte Tag. Wie lange brauchen die Biester denn? Na gut. Also, wir haben jetzt 6 Gold Nuggets. Wir hätten gerne... Wo bist du denn? Da, ein Vogelkäfig. 2 Papyrus brauchen wir noch. Papyrus braucht 4 Schilfrohr. Ja, das passt doch. Ganz knapp. Also wir hätten gerne 1, 2 und gerne noch einen Vogelkäfig. Stellen wir mal direkt daneben. Direkt daneben geht nicht, aber wenn ich es leicht nach oben verschiebe, dann passt es. Sowas mag ich gar nicht. Aber na gut, du dahin. Unser schwarzer Käfig kann, schwarzer Vogel kann jetzt da rein. Es ist voll, ja.
Mal gucken, ob die jetzt irgendwie im Duett singen oder versuchen sich zu bespringen oder was auch immer die da machen. Noch eine Sache, auf die wir ein Auge haben müssen. Aber es ist schön, dass es momentan so viele Neuerungen gibt. Und in einer Woche ist ja schon wieder der nächste Patch dran. Das finde ich richtig cool, dass sie da am Ball bleiben. Weil andere Spiele, die gerade so hochgehypt wurden, zum Beispiel Terraria damals, da kamen dann ein, zwei Patche und dann war plötzlich Ruhe. Für Monate. Und sowas geht gar nicht. Aber ja. Ich lasse schon den Priester raushängen, ich weiß. Lasse ich ja schon. Monsterfleisch kann verkauft werden. Ja. Steine haben wir auch jede Menge. Ah. So, 34 Stück. Holz haben wir auch viel zu viel. Können wir daraus irgendwas Praktisches machen? Irgendwas, das viel Holz braucht und wir auch gebrauchen könnten. Nö, erstmal nichts. Oh, 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 du musst vom Feuer weg. Du kannst da weiter tickern. Was jetzt echt ärgerlich wäre, wenn das jedes Mal resettet, wenn wir das bewegen. Dass wir vielleicht das Feuer löschen müssen und nicht das Ei bewegen. Aber das wäre ganz schön ärgerlich. Na gut. Wir wollen irgendwas erforschen. Wir haben nämlich 240 Punkte. Was haben wir denn da Schönes? Ein Sleeping Dart, ein Feuer Dart, eine Beamine. Ein Amulett haben wir schon, Panflöte. Das Ding da müssten wir demnächst mal bauen. Und ich sehe gerade, Wilsons Bart ist ganz schön gewachsen. Darum sollten wir uns mal kümmern. So, ein bisschen weg von den Kisten. Und einmal rasieren, bitte. So, eins, zwei, drei. Und eins müssten wir noch haben. Sehr schön. Vier Haare. Fleisch müssten wir auch noch haben. Nur vier Bretter und ich höre gerade die Wölfe kommen. Das passt doch perfekt. Schnell dahin stellen. So. Rüstung an die Speer in die Hand. Rüstung anziehen. Und ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal zu der... Achso, erstmal soll ich noch schnell was essen. So. Ei kommt mit, damit die Wölfe das nicht fressen. Und ich laufe jetzt mal zur Spinnenkönigin. Und den Fallen da oben. Einfach in der Hoffnung, dass die Wölfe da auch dran sterben. Also sie fallen nicht in die Fallen. Wow, wow, es werden doch mehr. Aber die Jaxt kommt zu Hilfe. Sehr schön. Das ist doch mal eine epische Schlacht. Eine Horde Wölfe rennt gegen drei Jaxt und zwei Schweine an. Und verliert. Anscheinend. Und alle essen alles, was dazwischen drin rumliegt, auf. Also sowohl Schweine-Wölfe als auch Wölfe-Schweine. Und Schweine-Schweine und Wölfe-Wölfe. Und den letzten können wir noch selber umbringen. Bleib stehen. Sehr schön. Du kommst mit. Kein Platz. Na gut, bleibt das erstmal hier. Die Zähne sind mir wichtiger. Also, wir haben gelernt, diese Fallen verletzen anscheinend keine Wölfe. Die Fallen sowieso nicht. Und die Jaxs helfen uns. Aber das wussten wir ja schon vorher. Und wir haben mal wieder keinen Pigskin bekommen. Oder es ist gedroppt und es wurde gleich aufgegessen. Oh, da schlafen Spinnen auf dem Boden. Naja, komisch. So, das sind alles nur normale Spinnen. Die können uns nicht umbringen. Das ist ja irgendwie süß. Ist das da oben die Mama-Spinne? Nee, ist es nicht. Oh. Ich hätte schwören können, da wäre früher nur ein Ei gewesen. Also hier war das Ei mit den drei Stockwerken. Da kam die Mama-Spinne raus. Die Mama-Spinne sehen wir jetzt nirgendwo. Dafür ist da ein neues Ei. Das könnte echt einiges erklären. Ah, die stellen wir einfach hier hin. Das heißt, die Spinne legt wirklich Eier. Wie große. Und irgendwann werden aus denen hier wieder drei gestöpselige. Und dann kommen da wieder Monsterspinnen raus und die legen dann wieder Eier. Außer wir dämmen das Ganze halt ein. Frühzeitig.
Ich versuche jetzt mal eine Spinne anzuhauen und gucke, ob wir mal wach werden. Nö, das ist genial. Hat eins. Oh. So viel dazu. Jax, helft mir. Komm schon. Komm schon. Also Jax helfen anscheinend nur entweder gegen Wölfe oder wenn irgendwelche Gegner Schweine angreifen, dann helfen die Jax den Schwein. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. So, du wirst wieder aufgestellt. Du kommst mit. So, ganz viel schönes Monsterfleisch. Ah, kein Platz noch für Dünger. Ja, okay. Diesen Angriff haben wir also auch wieder problemlos überstanden. Es ist nicht mal ein Jack gestorben. Was ja dazu führen würde, dass wir nach und nach weniger Verteidiger haben. Aber wie gesagt, keiner gestorben, soweit so gut. Das Ei sollte man wieder hinstellen. Auch schon ruhig in der Nähe des Feuers. Und unser Monsterfleisch gleich mal in die Töpfe packen. So, so. So, so. Und zum Auffüllen bräuchten wir noch ein wenig was aus der Farm. Dafür brauchen wir erstmal Dünger. Also ich guck mal, ob wir das Feuer jetzt anmachen können, ohne dass das Ding da anfängt zu schwitzen. Ich hoffe mal, das geht so. Eine Karotte. Noch eine Karotte. Oh, und ein Kürbis. Sehr schön. Daraus können wir Laterne machen. Da müssen wir auch noch rumexperimentieren. Denn ich war mir nicht ganz sicher, ob die Dinger mit der Zeit kaputt gehen oder ob die angegriffen wurden und dadurch kaputt gegangen sind. Also wie das ganze System funktioniert mit den Kürbissen. Das können wir jetzt auch noch testen. So, du kommst auch noch mit. Und du kommst da rein. Wir haben sowieso gerade ganz schön Hunger. Das heißt, ich hoffe mal, das Essen wird einigermaßen zeitig fertig. Sonst schnappe ich mir einfach was hier draus. Wie zum Beispiel das Ei hier. Ja, Wilson, du hast Hunger. Iss mal. Oh, zur Hälfte voll. Sehr schön. Backpack können wir auch wieder anziehen. Spinnenseide kann da rein. Zähne da rein. Du kannst dann da rein. So. Wir sind jetzt ja auch einigermaßen wieder sicher hier. Denn ich konnte ja vor dem Angriff noch schnell die Fleischstatue da oben aufbauen. Und das ist der falsche Rucksack. Du raus da. Das da ist unser Rucksack gewesen. Ja, mit dem Rasierer drin. Rasierer kann wieder zurück. Das da kann gleich gegessen werden, glaube ich, denn es heilt nicht mehr als 50. Wir sind bei 49. Genau. Heilt gerade mal 80 Hunger. Was nicht so viel ist. Dafür, dass man da zweimal Gemüse reinhauen muss und zweimal Fleisch. Aber, ja. Nicht meckern, einfach akzeptieren. Da kommt was rein. Da. 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 Und die werde ich jetzt erstmal nicht von Hand düngen. Denn wir haben anscheinend nicht mehr so viel Dünger übrig. 17. Ja. Müssen wir die nächsten Tage ein bisschen was sammeln. Das Ei tickert schön vor sich hin. Den Kürbis wollten wir noch verstauen. Kein Platz. Platz. Oh, da haben wir schon zwei Stück von. Was brauchen wir denn noch für den Kürbislampe? Gar nichts. Flupp. Wollen wir noch eine zweite machen? Ja, komm, machen wir gleich eine zweite. Eine wird verstaut. Die andere wird einfach mitten im Lager hingestellt, um zu gucken, ob die kaputt geht oder nicht. So, leuchtet schön gruselig vor sich hin. Auch wenn es gerade Tag geworden ist. Oh, Ei schwitzt. Das dauert ja echt ewig lange. Also Kürbis ist immer noch da. Wir könnten es jetzt angreifen, das wollen wir aber gar nicht. Wir können also nicht wirklich überprüfen, wie viel Prozent das hat. Mein Plan war eigentlich gewesen, dass ich da hinlaufe, das hinsetze, ein, zwei Minuten warte und es dann wieder aufhebe und gucke, wie viel sich die Prozentzahl verändert hat, wenn sie sich überhaupt verändert hat. Aber da wir sie nur angreifen können und nicht aufheben, hat sich das irgendwie erledigt. Heißt, wir müssen jetzt nur darauf achten, ob das Ding in der Nacht irgendwann angegriffen wird oder nicht. Und wenn es nicht angegriffen wurde und trotzdem irgendwann verschwindet, wissen wir, es hält so und so viele Nächte. Beziehungsweise Tage. Noch mehr Gas, das sollten wir nächste Nacht auch wieder verforschen.
Haben die Vögel irgendwas gemacht? Nö. Ich kann den Vogel nur rausholen. Okay. Ich laufe mal zurück zu den Spinnen. Da haben wir ja einen Vogel, eine Vogelfalle aufgestellt. Zwei sogar. Und versucht dann nochmal einen roten oder einen schwarzen einzufangen. Einfach in der Hoffnung, dass man sie vielleicht doch paaren kann, aber halt nur rot mit rot und schwarz mit schwarz. Vorher hatte ich ja nur rot und schwarz versucht. Neues Schweinchen? Nö. Nee. Ich will doch bloß einen Helm haben, damit ich etwas gefährlichere Sachen ausprobieren kann. So. Also, Falle Nummer 1. Zack. Falle Nummer 2. Zack. Und beide bestücken. 1, 2 und weggehen. So. Das ging ja schnell. Die müssen echt tierisch gierig auf die Samen sein. So, was haben wir denn da für einen? Wir haben einen roten Vogel. Gleich neu aufstellen. Neu bespannen. Der wäre schon fast wieder reingeflogen. Also jetzt rot. Mit rot geht nicht. Schade. Was machen wir jetzt mit dem Vogel? Probieren wir ein bisschen aus. Hey! Ah! Es ist ein sehr kleiner Bird. Also es ist eine Anspielung auf den Namen. Die heißen ja eigentlich Tall Bird. Und das ist jetzt ein Small Bird. Steht sogar im Namen da. Wie geil. So, kann ich dir was zu essen geben? Ein Vogel zum Beispiel. Nö. Samen? Ja. Kann ich ihm geben und er fliegt weg. Was, wenn ich sie hinlege? Isst du sie automatisch? Ah, der folgt mir. Das ist ja irre süß. Okay, bist du vielleicht ein Fleischfresser? Haben wir noch irgendwo ein Kaninchen gehabt? Genau, da. Nö, willst wohl kein Kaninchen. Kürbis, Dünger, Zähne, eine Drachenfrucht. Also es gibt die Option geben, aber wenn ich raufklicke, biete ich es ihm an, aber er fliegt weg. Vielleicht ist er noch gar nicht handzahm. Das kann natürlich sein. Aber sehr cool. Das heißt, wir können uns jetzt eine Armee aus Small Birds züchten. Kochen, kochen. Wir brauchen gleich was zu essen. Aber der sieht nicht so wirklich aus, als wenn er uns im Kampf beistehen könnte. Jedenfalls noch nicht. Also wir mussten jetzt 4 oder 5 Tage ausbrüten. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal 4 oder 5 Tage warten und dann wird er groß. Oh, das sieht ja übel aus. Was zur Hölle hat der Small Bird gerade gemacht? Du hast Hunger? Also es werden auch weniger, das heißt, der isst es wohl. 5 Stück. 4 Stück. 3 Stück. Satt scheint er nicht werden zu können. Und ich hätte gerade schwören können, hätte er irgendwas mit dem Vogel auf dem Boden angestellt. Guckt mal. Ne, kam mir nur so vor. Das sah so aus, wenn er mit seinen kleinen Mini-Zangen oder Schnabel da auf dem Hals von dem Vogel rumgepickt hätte und ihn dann befreit. Weil die liegen ja eine Weile so gefesselt auf dem Boden. Aber das war wohl nur meine Fantasie. Na gut, wir brauchen Essen. Habe ich mich die letzten Tage nicht so wirklich drum gekümmert. Ich denke mir echt jedes Mal Sachen aus. Eben gerade dachte ich, er hätte sie in der Kiste versteckt und will Verstecken spielen. Und er hat Hunger. Bist du vielleicht Tannenzapfen? Nö. Spinnennetze? Nö. Zähne? Nö. Dünger? Nö. Du isst anscheinend echt nur Gemüse. 4? Nee, die isst er gar nicht. Das bleibt immer 4. Okay. Also nur Samen. Oh, was haben wir denn hier? Eine gestopfte Avocado oder Aubergine oder was auch immer das ist. Okay. Wow, die bringt ja richtig viel. Sehr schön. Ding leuchtet immer noch.
lässt dich nicht davon erschrecken. Hm? Sehr schön. Oh, Licht sollten wir machen. Zack. Das war knapp. Drei Stück. Und es schläft. Es ist ein sehr kleiner Vogel. Mhm. Ach stimmt, wir haben gar nicht versucht, ihn in so einen Käfig zu locken. Heißt, wir könnten nächsten Morgen einen von den Käfigen leer machen und mit dem Smallbird da mal hinlaufen. Und eventuell ein paar Samen da reinschmeißen, um ihn da vielleicht sozusagen zu parken. Denn wir können jetzt ja nicht loslaufen und irgendwas Gefährliches machen. Dann würde er ja mitlaufen und sterben. Und dafür haben wir zu viel Zeit investiert. Also das wäre eine gute Möglichkeit, hier zu parken, wenn es denn geht. Ansonsten müssen wir vielleicht irgendwie lernen, den Befehle zu erteilen. Also Sitzplatz oder sonst irgendwas. Aber ja, das können wir alles schön austesten. Jetzt verfeuern wir es ein bisschen krass. Das habe ich die letzten Nächte ein wenig vernachlässigt. Wir haben zwar schon genug Punkte für irgendetwas, aber es schadet nicht, zwischendurch sowas auch mal zu machen. Vor allem, wenn man nur ein bisschen was davon macht, wird es auch nicht zu monoton. Als wenn ich jetzt ein, zwei Nächte durchgehend lang immer nur Gras reinschmeißen würde. Das wäre nicht so toll. So, schon vorbei. Gar nicht schlimm. Das Eggplant können wir gleich morgen essen. Die Dinger können wir neu reinsetzen. Eins, zwei. Vogel passt auch nicht. Ich weiß echt nicht, was ich mit den Dingen anfangen soll. Okay, ich kann sie einfach kurz umbringen, aber das ist irgendwie zu komisch. Sie hinzulegen, um sie umzubringen. Wenn sie echt keine andere Option hätten, dann müsste man einfach direkt draufklicken können und es... Warum bist du denn wach? Hey, wo willst du hin? Du bist komisch. Hat er gerade schlecht geschlafen? Hm. Sehr süß, sehr verwirrend. Aber gut, machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.